Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von XDurchTV. So, heute, wie ihr das vom Titel schon erahnen konntet, geht es mal um Falter. Ich hatte früher mal mehrere Arten gezüchtet, wie zum Beispiel Attacus Atlas, Actias Luna, Rothschildia Lebenau, Samia Rizzini, die wir hier im Eimer haben und so weiter und so fort. Also ich hatte schon mal mit Faltern zu tun. Vor rund 2 Jahren habe ich dann damit aufgehört, hauptsächlich wegen 2 Sachen. Ich hatte erstens mal Platzmangel und zweitens mal Zeitmangel. Natürlich mit den Faltern muss man sich nicht so extrem beschäftigen. Da die Raupen aber extrem viel fressen, muss man für die halt schon alle 2 bis 3 Tage eine ordentliche Ladung an Futter holen. Vor allen Dingen, wenn man viele Raupen hat und große Raupen hat. Und das zweite ist, ich hatte halt Platzmangel, natürlich Falter, die brauchen viel Platz, die Raupen eigentlich nicht so viel, aber schon, vor allen Dingen wenn man Attacus Atlas, die haben ja so eine Flügelspannweite, wenn man davon 5-6 Tiere hat, die brauchen halt ordentlich Platz. Hatte ich damals nicht, habe ich verkauft, habe ich aufgehört mit, tut mir zurzeit ein bisschen leid, aber das war halt so. Gut, guter Kumpel hat mir gestern geschrieben, ja, er hätte von Samia Rizzini, also dem Götterbaumspinner, einige viele Larven abzugeben. Jo, wir haben uns dann auf den Tausch geeinigt. Ich habe ihm Phasmin gegeben und er hat mir dann, ja, das sind, sollten normalerweise 20 Stück sein. Ja, das sind ungefähr 30. Also er hat schon ordentlich welche reingepackt. Ist egal. So, heutiges Video sollte eigentlich darum gehen, ich möchte für die erstens mal ein Aufzuchtbecken einrichten. Die sind in L5, das heißt, die werden sich in den nächsten 1-2 Wochen verpuppen. Es gibt schon einige Tiere, die gelblich sind. Bei Samia Rizzini ist das nämlich so, dass die Larven, normalerweise, ich nehme mal eine raus, so sehen sie normalerweise aus, das sind halt solche weißlich-grünlichen kleinen Läfchen und ja, bevor die sich verpuppen, werden die dann gelblich und ich habe hier schon einige drin, die anfangen gelblich zu werden, das heißt in 1 bis 2 Wochen haben wir die dann fertig, obwohl das ist jetzt noch eine relativ kleine Larve, also sind dort, werden dann auch ein bisschen größer. Natürlich, diese Tiere sind im Endeffekt auch nicht so groß wie zum Beispiel Actias Luna. Also man erwartet hier auch keine Larven mit, keine Ahnung, 15 cm. Ich meine, Entschuldigung, Attacus Atlas, nicht Actias Luna. Gut, die tun wir mal an die Seite. Erstens mal machen wir den gleich mal eine Aufzuchtbox. Das heißt, eine Box, in der sie sich jetzt erstens mal noch ein bisschen fressen können und danach sich schön verpuppen können. Und als zweites machen wir hier das Böckchen. Haben wir hier, und zwar aus dieser Box mache ich ein Falter-Terrarium bzw. so ein Falter-Insektarium, nennt man das dann schon eher. Terrarium wäre das halt, was hinter mir ist, also aus Glas. Insektarium ist ein Käfig sozusagen, in dem man Insekten hält. Wer das noch nicht weiß, ich weiß, das ist jetzt extreme Neuigkeit für jeden, der schon Insekten züchtet. So, wir haben hier eine Plastikbox. Da fragen sich alle, ist der kleine Ungarn wieder total bescheuert geworden, dass er Falter in Plastikboxen halten möchte. Man kann alles in Plastikboxen halten, ihr wisst das, bei Faltern geht das auch. Nur, wir müssen halt bei denen viel Gase machen. Das heißt, ich werde hier bei der Box große Flächen ausschneiden und werde hier ganz einfach Stoff rankleben, wo die Tiere sich schön dranhängen können. Und das wird dann sozusagen unsere Puppeninkubationskammer werden, wo wir die Stöcke dann reinhängen werden und wo dann die Falter schlüpfen können. Ich werde von diesen Boxen wahrscheinlich 2 machen, weil ich doch schon 30 Larven habe. Würden davon jetzt, sagen wir mal, 28 schlüpfen, weil die Art wirklich keine Probleme macht. Normalerweise sollte also der Großteil schon schlüpfen, weil ich da relativ viele Falter habe und ich brauche halt schon Platz, damit die sich ein bisschen ausweichen können. Wir können es auch wahrscheinlich so machen. Ich werde doch wahrscheinlich ein paar einfach hier im Zimmer rumfliegen haben. Das habe ich, wo ich Attacus Atlas hat auch gemacht. Hat sehr gut funktioniert. Die haben sich auch nicht so schnell die Flügel zerbrochen, wie natürlich in dem Käfig. Gut, wenn man an die Haltung von Faltern denkt, dann kommen meistens solche Sachen hervor. Das sind die Insektarien, die man meistens benutzt. Das ist eigentlich ein Wäscheständer, ein Wäschekorb. Den kann man in solchen chinesischen Rümpelläden bekommen. Die kosten 1-2 Euro, ist also nicht teuer. Ist eigentlich eine gute Sache. Man kann die einfach so hinstellen, hier könnte man dann die Puppen aufhängen, damit die hier drin schlüpfen. Das ganz große Problem dabei ist, erstens mal unten ist es offen. Bei solchen Tieren, die können wirklich drunter rausfliegen. Ich hatte schon Falterarten, zum Beispiel Actias Luna, die sind mir immer unten runter rausgeflogen. Man könnte es natürlich jetzt auch so machen, dass ich hier unten ganz einfach eine Plastikbox nehme, die reinstülpe und so dieses Insektarium in dem Sinne geschlossen ist, was nicht schlecht ist. Das Problem mit diesem Ding, was ich nicht mag, ist, dass man einfach irgendwo, ich muss die halt irgendwo auf den Boden hinstellen, weil auf den Schränken ist alles voll, wie man das hinter mir auch sieht. Deswegen werden die Falter dann hier irgendwo hinter mir auf dem Boden platziert. Und bei diesen Dingern, ich muss da ganz einfach nur so ein bisschen rankommen und schon kippen die da um.
Hört sich dumm an, passiert bei mir sehr oft. Ich schmeiß theoretisch eigentlich alles um, Wasserbehälter, Brombeersträuche, alles, was hier im Zimmer irgendwie nicht auf den Schränken ist und kein Terrarium ist, das wird umgeschmissen und durch die Gegend getreten bei mir leider. Vor allen Dingen, wenn ich nachts irgendwie im Halbkoma noch Tiere versorge. Deswegen finde ich diese Sache eigentlich nicht so gut. Zweitens ist es, drittens ist dieser Käfig auch nicht sehr groß. Und ich dachte mir, wir machen es ganz einfach. Wir nehmen halt hier diese Box, die Maße 60 mal 35, na ja, rund 35 hat. Die ist also um einiges größer wie das. Ich schneide hier ganz einfach die Plastikflächen raus. Ich habe drei von diesen Käfigen. Ich schneide mir so einen Käfig auseinander, bastel das da rein. Dann haben wir hier super Lüftungsflächen, Flächen, wo die Tiere klettern können. Ist also nicht die Plastikbox. Und das Ding ist noch viel stabiler, also das bleibt stehen, das ist stabil, bricht nicht auseinander, wird nicht vom Wind umgeweht oder sowas ähnliches. Deswegen wäre das mal eine Überlegung. Jo, und ich würde mal sagen, wir legen mal los und basteln mal ein bisschen hier rum. So Leute, 10 Minuten später, zum Glück sind noch alle Finger dran, habe ich die Box wunderschön umgestaltet. Sieht aus, wie wenn ich da irgendwas draufgeworfen hätte, wurde aber mit meiner architektonischen Genialität von einer Schere durchtrennt. Ja, so sieht es auch aus. Ist egal, Sinn und Zweck der Aktion ist, das muss nicht schön aussehen, das muss auch nicht ganz heile sein, das muss halt klebbar sein. Also die Box ist im Grunde genommen nicht komplett zerstört worden, obwohl da schon einige Mängel aufgetreten sind, was kein Problem ist. Und da werden wir jetzt einfach diese Gase sozusagen dran kleben. Das habe ich auch zerstört, also ist auch wunderschön geworden. Das wird jetzt einfach dran gebastelt und schon haben wir eine super gute Fläche für die Falter, wo die drin sitzen können. Ich kann hier Sträuche reinlegen, später zur Eiablage. Was auch noch sehr praktisch ist, zum Beispiel würden die Falter auf so eine Fläche die Eier ablegen, das kann man nur sehr schlecht abkriegen, also abkratzen, ohne dass man die Eier zerstört. Ganz praktisch bei dieser Sache ist, wir haben hier eine große Plastikfläche. Ich werde hier noch ein paar Hölzer dran machen wahrscheinlich, mit dran drahten. Dann können wir dann auch Puppen aufhängen. Und wir haben sehr gut eine Plastikfläche, wo die Falter ihre Eier ablegen können, wo ich die Eier auch gut abmachen kann. Das heißt, wenn nur die Hälfte dieser Falter ihre Eier hier ablegt, dann habe ich die nächste Generation schon mal gesichert und kann die Eier ganz einfach da abmachen, was schon sehr praktisch ist. Gut, nehmen wir erstmal den Deckel. So sieht er aus. Wir nehmen hier Klebeband und eine wunderschön gestaltete Blümchenschere und unsere Gasefläche und dann wird das da jetzt mal dran geklebt. So Leute, das ist geworden. Ich finde es nicht schlecht. Ja gut, dekorativ sieht natürlich anders aus. Sieht aus, wie wenn jemand irgendwas zerschnitten hätte und mit Klebeband zusammengefügt hätte. Aber ich finde es trotzdem relativ gut geworden. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Bei mir haben die meisten Terrarien bzw. Boxen nicht den Schönheitsfaktor. Die sollen nicht schön sein, die sollen fürs Tier gut sein. Das heißt, das ist jetzt komplett Gase, lüftet erstens mal sehr gut, zweitens mal haben die Tiere eine super gute Kletterfläche und drittens mal ist es viel stabiler als diese Dinger hier. Ich nehme jetzt hier so einen Teil davon. Ich finde die einfach nicht gut, also ich mag die nicht, nur wenn sie so stehen. Es gibt bestimmt Leute, die finden die klasse, ich finde die nicht gut, ich brauche was Stabileres. Wenn ich mal dagegen trete oder sowas, dann ist das super. Und außerdem habe ich dann hinten noch die Plastikfläche, wo die Tiere ja ihre Ei ablegen können. So, deswegen, der Deckel ist schon mal gut. Ich klebe jetzt noch die zwei Seiten dran und dann machen wir die Inneneinrichtung. So Leute, das Meisterwerk ist vollbracht. So sieht's aus, sehr schön. Einmal hier eine Gasefläche, einmal hier eine Gasefläche und einmal hier eine Gasefläche. Also wir haben hier eine rundum Belüftung bzw. rundum Klettermöglichkeiten. Ich muss den Deckel irgendwie noch ein bisschen fixieren, der mag das nämlich irgendwie noch nicht so doll. Gut, da schrauben wir noch gleich was dran. So sollte das dann aussehen. Was wir jetzt noch dran machen, ist, ich werde die Puppen ja hier oben aufbinden, damit die schön schlüpfen können. Deswegen tue ich da noch zwei Drahtgerüste rein. Die können wir ganz einfach jetzt gleich dran bauen. Wenn wir hier schon diesen wunderschönen Wäschekorb auseinander gestaltet haben, können wir den noch ein bisschen mehr auseinanderbauen, weil für was anderes ist der sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Hier ist nämlich ein Drahtgerüst drin und das kann man für sowas zum Beispiel extrem gut nehmen.
Samia-Rizini, also der Götterbaum-Spinner, gehört zu den Saturnidae-Faltern. Das heißt, die Tiere würden sich verpuppen, machen sich so einen Seidenkokon, wie zum Beispiel Bombyx mori, also der Seidenspinner. Das ist ganz einfach. Zum Beispiel, wenn man die Puppen dann hat, dann kann man sie ganz einfach auf ein Drahtgerüst aufbinden. Ich nehme einfach ein kleines Stückchen Draht, das piekst sich durch den Seideteil des Kokons, durch natürlich aufpassen, dass man die Puppe selber nicht beschädigt. Den binde ich auf und binde das Ganze auf das Gerüst drauf. Dann kann der Falter dann hier schön aus dem Kokon rausklettern und kann seine Flügel hier entfalten. Wichtig ist, dass man die Puppen da nicht zu nah beieinander aufhängt, damit die Tiere genug Platz haben, um ihre Flügel zu entfalten. Wenn man das zu nah beieinander, wenn man die Puppen zu nah beieinander stellt, dann hat man am Ende viele Falter mit schlechten Flügeln. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich werde zur Verpuppung auf jeden Fall noch Videos machen. Wo sind denn meine kleinen Fettis? Hier sind die kleinen Fettis. Wir kommen gleich was zu fressen. Die haben eben fast den ganzen Eimer voll abgefressen. Ja. Die armen Lingusterbüsche. So, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Folgen zu dieser Zucht machen. Also das ist die erste Folge, wie ich dieses Insektarium gebaut habe, beziehungsweise wie wir den kleinen Raupen gleich noch das Aufzuchtbecken gestalten, was extrem einfach ist. Und ich werde dann noch ein paar Videos zu machen, wie ich die Puppen inkubiere, wie dann die Falter schlüpfen, Verpaarung, Eiablage und dann wie die kleinen Falter hoffentlich wieder schlüpfen. Natürlich, wenn alles gut geht, kann auch sein, dass alle sterben. Nein, ich mache nur Spaß, hoffentlich natürlich nicht. So, machen wir das am besten. Jo, am besten stecken wir das einfach hier durch. Übrigens, ich war immer schon ein Fan davon, wenn man sich Zeugs für Tiere nicht kauft, sondern einfach selber macht. Also das Geniale an diesen Plastikboxen ist einfach, ich kann da mal erstens meiner Kreativität freien Lauf lassen, wobei meine Kreativität eigentlich relativ beschränkt ist, wenn man sich so eine Box dann im Endeffekt ansieht. Nein, Spaß beiseite, super an diesen Boxen ist ganz einfach, wir können die Box nach den Bedürfnissen der Tiere zusammenstellen. Also wir kaufen uns jetzt hier zum Beispiel so einen Glaskasten, der ist von dem Produzenten sozusagen so gemacht, der hat 30 x 30 x 30 cm, 5 cm mal 30 cm Lüftungsfläche, Guillotintür und passen 10 cm Substrat rein. Ein Terrarium umzubauen, damit es für die Bedürfnisse zum Beispiel für Phasmiden, weil so ein Terrarium ist für eine Phasmidenart scheiße, weil die Durchlüftung nicht gut ist, so ein Terrarium umzubauen für eine Phasmidenart, das ist extrem schwierig. Plastikbox, ihr kauft euch eine, ist erstens mal billiger, zweitens mal bricht es nicht kaputt, drittens mal, ihr braucht nun Cuttermesser und eine Schere und schön könnt ihr da schöne Löcher reinschneiden. Man kann also die Lüftungsfläche so bauen, wie man möchte. Man kann die Box auch umdrehen, wie zum Beispiel, man könnte die Box jetzt so benutzen, man kann die Box so benutzen, also man kann die hin und her drehen, was auch sehr praktisch ist. Man kann Lüftungsfläche anders machen, man kann einfach Substrat reinbauen, man kann sogar mehrere Ebenen machen. Schnell fertig drahten, das Ganze hier. So, das haben wir schon mit dem Drähtchen. Können wir hier einfach so durchmachen. Ich probiere es natürlich so zu filmen, dass ihr auch was seht. Nur ich möchte auch was sehen, beziehungsweise so. Gut, und dann können wir das einfach hier einmal biegen. Und wir können es sogar noch eine höher machen. Wird das Ding einmal gebogen. Die andere Seite biege ich auch einmal. So, und schon haben wir einen Draht, der in der Mitte der Box ist und ich kann dann hier super die Puppen aufdrahten. Da mache ich noch ungefähr, ja, so eine Reihe passt hier noch hin. Ich hoffe natürlich, dass diese Puppen nicht alle gleichzeitig schlüpfen, weil auf einmal, ich zähle die gleich mal durch, er hat mir ein bisschen zu viel gegeben, was eigentlich nicht schlecht ist, nur ich habe nicht so extrem viel Platz dafür, eigentlich. Falls das der Fall sein sollte, dass die sich wirklich zeitgleich verpuppen oder nur mit ein, zwei Tagen Unterschied, muss ich die andere Box auch noch umbauen. Die Tiere leben ja nicht lange als erwachsene Tiere, also die leben so 5-6 Tage. Da sie ja keine Mundwerkzeuge haben, können sie sich nicht ernähren. Die adulten Tiere, die verbrauchen die Nährstoffe, die sie als Larve angefressen haben, die haben also nur noch Zeit, sich zu paaren, die Eier abzulegen und danach zu sterben, leben also daher nicht sehr lange. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange Samia-Rizine lebt. Alle Saturnidae-Arten leben nur so ein paar Tage. Attacus Atlas habe ich jetzt im Gedächtnis, die leben nur 5 bis 6 Tage. Ich glaube, Rizini schafft ein bisschen mehr, weil die ein bisschen kleiner sind. Und die Lebensdauer hängt auch sehr stark davon ab, wie aktiv die Tiere sind. Also wenn sie jetzt den ganzen Tag irgendwie rumflattern müssen, da leben sie natürlich erheblich kürzer. Wenn sie die Ruhe haben, paaren, dann eigentlich ein bisschen länger. Aber das werden dann wir dann auch schauen, wie lange die dann leben.
So, also die leben eigentlich nicht lange. Gut, der Draht ist durchtrennt. Dann kommt hier noch so eine Puppenebene rein. So, der Draht ist durchtrennt. Ich mache also die zweite Puppenebene sozusagen hier rein. Wieder ganz einfach biegen. Das ist eine extrem einfache Konstruktion, die sich wirklich zu Hause jeder selber bauen kann. Einfach so reinhaken, das bisschen sogar höher machen. Und dann. So, perfekt, gut. Da haben wir hier zwei Puppenebenen. Ich kann hier gute, ja, hohe Ebene bestimmt. Minimum 8 Puppen würde ich mal sagen aufhängen. Es wird sogar mehr sein, weil die Puppen sind ja im Endeffekt nur so groß. Flügelspannweite der Falter ist im Endeffekt so groß. Wir haben hier ein Falter, 2, 3, 4, 5, gut 6, so. Man kann das aber auch anders lösen, und zwar ganz einfach. Ich werde einfach eine Puppe hier direkt aufhängen, eine Puppe da unterhängen, und dann können sie sich locker entwickeln. Dann können wir sogar 10 in eine Reihe stellen, aber dazu dann später mehr, wenn die sich verpuppt haben. Soweit sind wir noch nicht. Gut, Box soweit ist fertig. So Leute, diese ganz einfache Plastikbox wird unser Aufzuchtbecken für die Larven für die nächsten, ja wahrscheinlich nur ein paar Tage, weil die werden sich wirklich bald verpuppen. Als Bodengrund, extrem einfache Sache, wir nehmen einfach Küchenpapier. Ihr müsst den Bodengrund relativ häufig wechseln, da die Raupen dadurch, dass sie sehr viel fressen, auch sehr, sehr viel Kot ausscheiden und der relativ schnell anfängt zu schimmeln, und das vertragen die Raupen überhaupt nicht. Was sehr wichtig ist, dass ihr eine sehr, sehr gute Durchlüftung im Terrarium habt. Ich werde auf diese Box auch keinen Deckel drauf tun, sondern ganz einfach eine Strumpfhose rüberspannen, damit die Luftzirkulation im Becken gegeben ist. Die Tiere, also die Larven von den meisten Falterarten, hassen es nämlich, wenn Staunässe entsteht, beziehungsweise wenn zum Beispiel Schimmelsporen oder sonst was in der Luft sind. Deswegen, ich werde die Tiere dann einmal alle ein bis zwei Tage sauber machen müssen, weil die wirklich sehr, sehr viel Kot. Samia-Rizini lässt sich wahrscheinlich am einfachsten mit Lingusta füttern, also Lingustrum-Arten. Die sind noch relativ frisch, die Blätter. Ich muss noch mal schnell zu Donau runtergehen, da habe ich nämlich einen Busch, der noch relativ alte Blätter auch hat, weil diese ganz frischen, die enthalten halt wesentlich mehr Giftstoffe als die alten Blätter. Das ist für die Larven zwar nicht tödlich oder gefährlich, aber die fressen davon weniger, wachsen daher wahrscheinlich auch nicht so schnell, und es sind auch ein bisschen weniger Nährstoffe drin, beziehungsweise wie gesagt mehr Giftstoffe. Deswegen sind die etwas älteren Blätter besser. Aber hier bei mir im Garten haben wir jetzt leider nur solche Blätter. Das habe ich eigentlich nur zur Demonstration hier reingetan, beziehungsweise die können das dann schon anfressen, und ich gehe dann nochmal schnell runter und hole den frische Blätter. Bevor die aber frische Vegetation bekommen, setzen wir die erstmal rein. Hier haben wir die kleinen, so sehen sie aus, ein ganzer Pott voll Samia-Rizini, wirklich eine sehr schöne Art, und wie gesagt, das werden mehr als 20 Raupen sein. Gut, wir können die ganz einfach mal hier rübersetzen. Am besten mache ich das nämlich so, ich nehme hier ganz einfach die alten Äste, das sind 3 bisher. Ah, die kleben natürlich schon zusammen. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist 8. Gut. Uiuiui, hier ist ein ganzer Block dran. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 18, 19, 20, ja, das sind die 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 28 Larven insgesamt. Joa, das ist nett, kann man es auch so ausdrücken. Gut, denen geht soweit sehr gut, die können jetzt in dieser Box bleiben, bis sie sich verpuppen. Wenn ihr kleinere Larven habt, dann könnt ihr die Box auch ruhig offen lassen. Die klettern von den Futterpflanzen nicht weit runter. Ich tue deswegen eine Strumpfhose drauf, weil wenn sich die Tiere verpuppen, dann suchen sie sich meistens etwas höher gelegene Stellen. Die werden also hier an der Box an der Seite hochkraxeln und sich irgendwo verpuppen. Teilweise auch in den Blättern, also nicht unbedingt hochklettern, aber das passiert oft. Und damit euch die Raupen nicht überall im Zuchtraum verpuppen, deswegen ist es ratsam, die Box halt schon ab irgendwie dicht zu machen, damit die Tiere nicht rauskommen. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass die
gute Durchlüftung passt. Mit der Luftfeuchtigkeit würde ich soweit nicht unbedingt rumspielen. Die brauchen keine extra Luftfeuchtigkeit. Ich habe meine Raumluftfeuchtigkeit hier von dem Terrarium im Raum. Also hier im Zuchtraum habe ich eine Raumluftfeuchtigkeit. Ich gucke gerade von 76% und wir haben gerade 25,3 Grad. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ich werde hier jetzt nicht irgendwie plus befeuchten, brauchen Sie nicht. Die Raumluftfeuchtigkeit ist nicht zu trocken, die Blätter sind immer frisch, dann passt das. Also die müssen jetzt nicht irgendwie im Wasser baden oder sowas. Wenn es euch beim Zuchtraum sehr, sehr trocken sein sollte, dann könnt ihr es ganz einfach machen. Ihr befeuchtet zum Beispiel ein, zwei, am besten ein, zwei solche Plastikflächen am Morgen befeuchten, damit die Luft da schön, also damit das Wasser da schön verdampfen kann und so die Luftfeuchtigkeit ein bisschen erhöhen. Die Tiere bitte nicht direkt besprühen, das mögen die meistens nicht. Und da fangen sie sogar schon an, die frischen Blätter zu fressen. Hier zum Beispiel der Kleine. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar nahe Aufnahmen, wie die Blätter mampfen. Das sieht nämlich immer ganz süß aus. So Leute, hier hätten wir jetzt das Ergebnis der Arbeit, hinten das Chaos bitte nicht beachten. Und zwar ist unser Insektarium, also unser Aufzuchtbecken für die Raupen fertig. So sieht's aus. Hier unten haben wir die Fressmaschinen, die können da schön mampfen. Es alles lüftet sehr gut, wie man sieht. Also wir haben von drei Seiten Gase. Und wenn die Puppen dann da sind, dann kann ich sie hier auf das Drahtgerüst raufbinden. So, das wäre eigentlich so Sinn und Zweck, was ich machen wollte. Ich glaube, dass die Box bzw. diese Raupenaufzuchtbox sehr gut gelungen ist. Ist ja auch nicht nur für die Raupen gut, sondern ist dann auch später für die Falter eine gute Sache, beziehungsweise auch für die Puppeninkubation eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, die fühlen sich hier anscheinend pudelwohl, sind alle am Fressen. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen, wie die von nahem fressen. So, da sieht man jetzt die Schwabbis in Aktion. Gut, also wie gesagt, Luftfeuchtigkeit müssen wir nicht unbedingt rumspielen. Passt bei mir, das ist soweit sehr gut. So Leute, ich würde mal sagen, wir lassen das Video mal hier sich beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt, was mitnehmen konntet und dass ihr eventuell Lust bekommen habt, solche Tiere zu halten und zu züchten. Extrem einfach, macht sehr viel Spaß. Man muss ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen Platz dafür brauchen, aber ansonsten sehr, sehr gute Tiere, die man super halten und züchten kann. Und wie versprochen, werde ich euch dann immer auf dem Laufenden halten. Also wenn sich die Tiere verpuppen, wenn ich die Puppen aufhänge, wenn die dann schlüpfen, paaren, Eiablage und die neue Generation dann hoffentlich auch schlüpft. Dankeschön fürs Video anschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.